Diese Szene gefällt mir sehr. Die ist mir geblieben. Weil es vereint so ein bisschen alles, was ich an dem neuen Spiel mag. Hallo und willkommen zu einem, ja, React-Video natürlich. Alles eingestellt. Um vorneweg zu sagen, ich habe das Video schon gesehen. Also, ich könnte es natürlich noch drei, vier, fünf Mal schauen, weil alles habe ich mir nicht gemerkt. Aber ja, es ist ja keine Facecam. Ich werde hier aus dem Off reden. Wir machen mal ein bisschen React. Ich dachte, zur Abwechslung rede ich mal nicht über was in Minecraft, sondern wir zeigen es. Ich zeige es eigentlich. Ich hoffe, das Video wird nicht geclaimed von Nintendo. Ja, es ist. Wenn ich es richtig gemacht habe, werdet ihr da außer dem Video nicht viel sehen. Sorry für die Privatsphäre von mir. Nein, ihr verpasst ja nichts. Es ist jetzt 31.08. abends. Ja, ich habe noch Ferien, deshalb habe ich mir Zeit gelassen. Aber ich will jetzt nicht mehr zu lange reden. Wir überspulen natürlich geschätzt 75% des Videos, da es ein Stream-Record ist von Nintendo. Und ich werde ein bisschen stoppen und so weiter. Ihr kennt ja das Prozedere, also los geht's. Super Mario Bros. Wonder, die Direct. Kleine Analyse. Wie klein, werdet ihr jetzt schon wissen, ich bei der Aufnahme noch nicht. Peggy 3. Ich weiß nicht, wie viel man vom ersten Trailer noch weiß, sah, aber so kennen wir Welcome to es the ja. Flower Kingdom, a not so distant land. Ah ja, wir sind Beyond in the Mushroom einem Kingdom. neuen Königreich, das ähnlich wie das Pilzkönigreich ist, bisschen nebenan, also erinnert an Sarasla-Land, oder wie es heißt, also da, wo Daisy herkommt, wisst ihr ja. Mario and Mit friends are einem arrived neuen here by Prinz the benevolent Florian. Prinzplorian. Der aussieht wie eine Raupe, 5000. also sah, ich will jetzt nicht ständig unterbrechen, sorry, aber Raupen fressen doch die Vegetation, seit wann sind das Freunde? Sorry, es ist mir beim ersten Mal gar nicht aufgefallen, diese Logik. The king of the Koopas had a Bowser kommt plan. mal wieder, With just a die single immerwährende touch of the Geschichte, mysterious wonder und flower. er klaut nichts, er verwandelt sich gut, ähnlich wie. Sorry, ich will wirklich nicht ständig unterbrechen. Ich muss das nur kurz loswerden. Bowser verwandelt sich. Das hatten wir ja beim ersten Super Mario Bros. Schon, ne? Alle Bowser, die man ja besiegt, bis zum letzten sind ja Fake Bowser. Also weiß man nur, wenn man Feuer Mario ist und wenn man die Bowser besiegt mit Feuerbällen und am Schluss fällt ein Goomba, fällt ein Koopa runter, das sind immer nur Fakes. Und man weiß es auch, Super Mario 3D World, wo Bowser sich ja vor unseren Augen verwandelt. Also, es ist nicht böse gemeint, ich sage überhaupt nichts böse, ne? Also, ich sage wirklich, es stört mich, aber es ist bekannt. Also, Bowser verwandelt sich in ein riesiges Schloss Bowser merged zu with seinem Prince Willen, Florian's castle. giftgrün. Also, es ist mal was anderes, ne? Also, das sieht schon gut aus. Also, es wirkt auch ein bisschen dunkler, es ist erwachsener, es sieht aus wie der Au die Augen. Bowser auf Pilzen, ey. Junge, was rauchst du? Und er verwandelt die. Das ist so ein absoluter Arsch-Move, ne? So ein Bitch-Move. Die Leute verstecken sich, die Charaktere, und sie. Ihr Zuhause ist Thanks dann to his ihr newfound Gefängnis. power, Also gut, wer chaos spread across Depression the oder land. introvertiert, vielleicht kennt das ein bisschen. Also mir geht's nicht so, aber ich kann es mir. Now Kann it's es up to nachvollziehen, Mario ich and friends kenne to Leute, die so stop sind, Bowser and die save daran the leiden. Flower Kingdom. Nur eingefügt, sorry. Also, es kommen Mario und die Charaktere, die wir bis jetzt ein bisschen kennen. Mario, Luigi, also, warte jetzt mal. Mario, Yoshi, Luigi, Peach, gelber Toad, roter Yoshi, blauer Yoshi, gelber Yoshi und Daisy. Und was ich gestern auf Twitter gesehen habe, es gab ja schon Leaks und viele haben ja gesagt, hä? Der blaue Toad hat sich ja doch, hat sich so als neuer Spielcharakter bewährt in letzter Zeit. Warum wird er vergessen bei sowas? Also manche haben scheinbar schon das Charakterminder gesehen bei Aus bei ihr Charakterauswahl, vielleicht haben wir es ja alle schon gesehen, ich weiß es nur nicht mehr. Nur mal eingefügt. Sorry, es geht weiter.
Das kennen wir. Sammelbare Items. Neue Elemente. Gut, das Blumenkönigreich. Eine Overworld, das sieht schon mal gut aus. Es ist bekannt, bewährt, was will man mehr? Ich mag die Mischung. Es muss nicht immer alles das genau dasselbe Schema sein wie bei Anfang Nintendo. Aber ich meine Pokémon. Ich kann nicht mal richtig husten. Ja, blamier mich gerade selbst, ich weiß. Also wir haben 7 Gebiete. Das wäre jetzt schön, wenn man alle von Anfang bereisen könnte. Aber da fragt sich natürlich, wie ist der Schwierigkeitsgrad? Du kannst natürlich kaum von der ersten Welt in die letzte. Also gut, du kannst schon, aber ob es Spaß macht, ne? Also ich rede jetzt von Hardcore-Gamern und die Leute, die einfach. Ne, wisst ja, was ich meine. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus, ne? Also die Welt sieht gut aus. Es hat Charakter. Das muss ich dem Spiel. Seit dem ersten Trailer, ja, wobei, ich muss noch mal kurz unterbrechen, was ich ganz am Anfang mich gestört hat, es sah aus wie ein verdammtes Flash-Game aus den frühen 2000er. Wer in den frühen 2000er mit Internet Bekanntschaft gemacht hat, der wusste ja so Mohun, ja, nee, das war noch vor Internet, aber so viele Games waren damals einfach so ein Flash-Game, ne, also, das ist heute leider ein bisschen gängig geworden, auch bei Serien, bei Kinderserien, aber ich sage jetzt einfach nur, mich stört am Anfang der Flash-Look. Aber wenn man genau hinschaut, es sind doch Animationen, also ich widerrufe meine Skepsis, es sieht gut aus. Und auch, ne, ich muss jetzt, sorry, da, hier, ja, wir haben neu auch noch pinke Münzen oder was das sein soll, violette. Ich bin noch nicht so lange wach, sorry. Wir haben Münzen, wir haben Leben, wir haben Items. Ich hoffe, man sieht meine Maus, ja. Ja, wollte ich nur kurz. Deshalb auch geschaut, dass man die Maus auch sieht. Wir haben neue Objekte, das ist alles gut, ne? Also, neue Sammelbare, neue Gegner. Ja, also zu einem neuen Königreich gehören auch neue Gegner. Also, es ist alles bis jetzt schön. Es ist kein Copy-Paste. So, wenn man ehrlich sind. Die letzten New Super Mario Bros. Waren ja schon ein bisschen Copy-Paste. So ein bisschen Lückenfüller. Sie haben Spaß gemacht, ohne Zweifel, aber. Und das hat doch jetzt schon wirklich. Alles sieht so aus, man erkennt sofort, es ist ein neues Spiel, also ein neues Spiel mit neuen, frischen Ideen. Bisschen mehr entwickelt das neu, aber gut, also meine. Sorry, also. Spikes, die Stachelbälle, einfach Feuerbälle werfen. Es wirkt entwickelt, aber es wirkt nicht neu erfunden. Wie gesagt, es ist nur eine Feststellung, es ist keine Kritik. Aber es ist auch noch nicht draußen. Und die Direct ist auch noch nicht vorbei. Also man kann jetzt hier die Level wählen, das ist auch schon mal gut. Gut, in einer Welt. Innerhalb einer Welt, glaube ich, ist das nicht so. Ja, die Lernkurve ist ja nicht so speziell angehoben, also. Ja. Ja, die neue Plauderblume, die uns Hinweise gibt. Das ist auch sehr nett. Ja, hier natürlich. Entschuldigung. Hier natürlich absolut. Wo waren die? Hier. Donkey Kong Country Returns, ne? Natürlich, das ist absolut, also Nintendo hatte schon, sagen wir es mal, Vorbilder. Ich sage jetzt kein anderes Wort, aber sie hatten Vorbilder. Aber gut, wenn es nützt, wenn es gut aussieht. Also eine Blume, die Tipps gibt, die Hinweise gibt, das ist schon mal nice. Einsteigerfreundlich oder auch hilfreich einfach. Charaktere, jetzt wird's interessant. Charaktere, wir haben jetzt offiziell Mario, Luigi, Peach, Daisy, gelber Toad, blauer Toad, Toadette, die da seit einem bisschen auch nicht mehr fehlen, nicht fehlen darf, also von mir aus darf sie fehlen, aber ich habe auch nichts gegen sie. Am Anfang fand ich sie ein bisschen nervig, aber ich habe mich daran gewöhnt, dass in vielen neuen Spielen Toadette dabei sind.
Es ist gut, wenn es Nintendo hilft, wenn es dem Spiel hilft, wenn es. Ja, es ist absolut in Ordnung. Also, wenn ihr Toadette mögt, wenn ihr sie gerne spielt, gönnt euch, absolut. Ich bin der Letzte, der das beurteilen darf oder soll. Yoshi, roter Yoshi, gelber Yoshi. Also, sorry, da spricht mein Retro-Gamer-Herz. Also, dass man die farblichen Yoshis wieder mal hat, das ist schön. Das finde ich sehr schön, ich persönlich. Und Nebit, also Mopsy auf Deutsch, Mopsy. Mopsy und Toadette sind ja dafür bekannt geworden, dass sie in Deluxe, in dem letzten New Super Mario Bros. Spiel auch unbesiegbar waren. Also für Leute, die nicht so viel gamen und nicht immer an jeden Gegner denken, absolut empfehlenswert. Ja, finde ich auch. Besides Mario, you can also play as. Also gut, wir haben also Luigi, Peach. Daisy. Sie sehen natürlich anders bei der Bewegung, aber ob sie erfahrene Fähigkeiten haben. Das ist die Frage, wie wir eigentlich schon wissen, wenn die Diamond gesehen hat. Also die Moves sind bekannt. Yoshi und Mopsy sind jetzt unverwundbar. Und dann Toadette war doch auch. Also sie sind nicht, ja, sie fallen auch in Abgründe. Lava ist auch ein No-Go. Yoshi kann spucken, das ist gut. Flatterflug. Ich muss da noch kurz was zeigen. Das finde ich so gut. Das finde ich so gut. Dieses Face. Also seit Super Mario World, wie lange ist das her? Und seit wann hat Yoshi dieses Face? Das ist so genial. Ich feiere das irgendwie. Ich finde es so dämlich anzuschauen, aber oh Gott, die nerven mich jetzt schon. Gegner, die dich nacheifen, das ist das absolute Nerv-No-Go für mich persönlich. Das hasse ich wie die Pest. Oh Gott, das wird mich. Wenn ich das Spiel kaufe, das wird mich nerven. Oh Gott. Wir alle, die denken, ja, Blooper waren das Schlimmste seit 1985. Oh! Das ist so genial. Alter, die Piranhas wurden voll genervt. Ne, voll genervt hier. Normalerweise die Piranhas, gut, das sind irgendwie so Melonen-Piranhas, sieht man ja. Normalerweise sind ja die Feuer oder ja, Feuer einfach, oder? Das gröbste was Piranha-Blumen, Feuer und Stachelbälle, die genau gleich, die eine reingebaut, aber Melonenkerne. Sorry, aber das ist jetzt absolut genervt. Piranhas wurden genervt. Also gut. Es erinnert mich natürlich an Yoshi's Island, ne? Da gab es ja auch Melonen, die, wenn der Gegner die Melonen hatte, der konnte dich anspuchen, das hat dir geschadet. Es hat dir geschadet. Und wenn du als Yoshi eine Melone gefressen hast, konntest du Kerne spucken, das konntest du auch die Gegner killen, also bashen. Aber das hier, die haben das so genervt. Aber gut, es dafür kann man auch so einen quasi einen Schwebeflug machen. Das wird nützlich sein, nehme ich mal an. Also, es kann sein, dass man diese Piranhas, sorry, wenn ich kurz unterbreche noch, dass man die Piranha-Pflanzen irgendwie dahin locken muss, wo man dann das nutzen kann. Also gerade hier sieht man sie auch, also gut, keine Piranhas, aber sorry, ne? Also ich hoffe, ihr seht die Maus. Hier rechts, oben rechts. Bin ich echt gespannt. Ich bin jetzt schon gespannt auf das Spiel. Gegner darf nicht zufliegen, ja. Das kann nervig sein, wenn man die Blöcke nutzen will. Swamps, die durch allen Schleim gehen. Ach, das finde ich so genial. Das ist so genial. Da muss ich so lachen, als ich das gesehen habe. Okay, da muss ich jetzt nochmal kurz. Das könnte ich stundenlang schauen. Diese verdammten Gyptos oder Mumien. Nein, nur bei Zelda heißen sie Gyptos. Auch diese. Alter, das sieht so dämlich aus, aber ich liebe es. Ich liebe es einfach. Und die sind auch so. Oh Mann. Das erinnert mich an diese Mafia-Fische im Wasser. Ne? Die jagen und dann
bist du gefressen. Das kann... Ey, das kann voll der Stalker werden. Das kann voll der Stalker werden. Stell dir einfach vor, du hast plötzlich auch so ein Riesending, das dich das ganze Leben durch verfolgt. Nee, das Maul Bildschirm groß. Gott, ich habe jetzt schon Angst vor so einem Scheiß. Aber jetzt muss ich noch kurz was anderes schauen. Entschuldigung. Schau mal. Das, die Hand. Die Hand. Nintendo. Wir leben in 2023. Also das Gute ist, eine, wie gesagt, das heißt, es ist nur eine Vorschau. Die Hand ist in der Luft. Da wurden ja in letzter Zeit Spiele wie The Gollum und andere voll verrissen, weil es solche Grafikfehler gab, also solche Designfehler, ein Fuß in der Luft oder ein Charakter. Ich weiß noch, wie Sonic 2006 gehatet wurde, weil Sonic auf Dächern, nicht auf dem First stand, sondern weil er so mit einem Fuß in der Luft stand, so weil jede Dachfläche für sich berechnet wurde. Und nicht das Ganze als Plattform. Und hier, ne, also Nintendo, bitte. Ich weiß, es ist noch nicht das fertige Produkt, aber bitte. Das ist auch gut, Gegner, die sich wehren. Gegner, die sich wehren. Also, ich muss einfach sagen, die Gegner, Charaktere, alles einwandfrei. Alles geht. Bekanntes, Neues, Entwickeltes. Jetzt wird's interessant. Alles klar, wir sind bereit für die Power-Ups. Die pinke Blume, Elefant Mario und Drill. Das Drill-Power-Up. Diese drei Power-Ups sind neu. Und der Elefant kennen wir schon aus der ersten Direct. Ja, so. Bin ich auch am Ungeziefer, scheuche ich. Sorry. Du versagst für das Kopfkino jetzt. Gut. Okay, man kann ihn gleich wegbatchen. Das ist eine bekannte Sache, wenn man ein starkes Power-Up hat. Auch schon mit dem Tanuki-Schwanz konnte man die Gegner wegbashen. Gut. Also, es ist wirklich. Die Welt ist wirklich interaktiv geworden. Alle Charaktere können sich verbauen, das ist auch gut. Ich finde, es gibt kaum was Nerviges, als wenn man für sowas ständige Karas wechseln muss. Seifenblasen, Mario. Also gut. Na, Feuer, Hammer, Bumerang und weiß Gott was, haben jetzt auch Seifenblasen. Eine neue. Ich frage mich auch, ob das mal in Mario Kart Einzug halten wird. Mario Kart Tour oder Deluxe? Alter, voll der Serienmörder hier. Nee, du stellst dir vor, du bist so ein Gegner. Da kommt so eine Seifenblase, du kannst da nicht mehr ausweichen. Und dann bist du weg. Voll heavy, ey. Voll brutal, ey. Und das Spiel ist für Kinder gedacht. No way. Gut. Aber es bleibt natürlich nicht dabei, dass man Gegner besiegen kann damit. Sondern man kann die auch nutzen als Einwegplattform. Also das Spiel wird schon sehr 3D, finde ich. Ja. Man kann sich sehr viel helfen, mit in die Höhe zu kommen. Und das ist der Drill, oder Bohr, ja, Bohr-Item. Man wird... Bin ich der Einzige, der da Wario sieht? Also, Wario in seinem ersten Game sowieso bekam ja da diesen Stachelhelm, diesen Wikingerhelm und konnte dann natürlich alles zerdeppern. Gut, das normale Mario konntest du das auch, wenn du groß warst. Und du konntest mit Wario konntest du dich auch an Decken und so festkrallen, weil du konntest da einen Helm reinbohren oder so. Alle, die es kennen, wissen, was ich meine. Gut. Okay.
Okay, wir wissen alle. Wir wissen alle, was da der Ursprung war, oder? Wissen wir das? Genau. Kleine Lektüre von Onkel Ben. Nintendo wollte für Mario Kart 8 zwei Items. Zwei Fähigkeiten zur Auswahl, was sie einsetzen wollten. Es waren... Ich mache jetzt kurz eine kleine Pause. Es war einerseits... So, einerseits war es das uns bekannte, dass man... Ja, das ist dieses Gravity-Zeugs, ne, das man ja kennt. Und die Alternative war... Ein Bohr. Und jetzt sieht man, also ich sehe das so, jetzt sieht man genau, was Nintendo davor hatte. Stellt euch einfach vor, dieses Gimmick im Mario Kart, das hatten sie vor, das weiß man. Das ist bekannt, dass Nintendo den Bohrer eigentlich wollte. Und wenn ich jetzt, und ich dachte immer so, ja gut, ich kann mir jetzt nicht viel davor, darunter vorstellen, du kannst unter Gegner, unter Fahrenden, unter deinen Kontrahenten, unter deinen Gegnern durchfahren, aber wie das Ganze aussehen soll, das konnte ich mir nie wirklich vorstellen, bis jetzt. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Ja? Also bei Mario Kart hätte ich das auch gut gefunden. Aber wie gesagt, das, was wir in Mario Kart haben, das ist in Ordnung, ist gut, kein Problem, läuft. Was willst du mehr? Okay, Entschuldigung für das lange Gelaber. Man kann gegenüber springen, man kann an Wänden entlang. Das ist alles sehr gut. Die übrigen Feuer, die übrigen Items, sonst Feuerblume, ja. Ja, das kennen wir. Es ist bekannt, danke Nintendo, dass sie doch nicht immer alles, wenn sie was Neues machen, das alte gleich über den Haufen werfen. Das finde ich sehr gut. Ich bin nicht jemand, der sagt, okay. Kurze Unterbrechung. Ich bin niemand, der sagt, ich mag nichts Neues, aber ich finde, wenn etwas bewährt ist, muss man es auch nicht gleich über den Haufen werfen. Ne, also, das ist nur meine Meinung. Aber jetzt kommt zum namensgebenden Wunder und da bin ich jetzt gespannt. Es gibt diese Blumen, die Wunderblume. Wenn man sie berührt, es gibt verschiedene. Und. Es gibt... Bowser wurde damit zum Schloss. Wenn wir es berühren, dann... Aha, es sind also Effekte. Es sind Zufallsereignisse. Gut. Gut. Also... Das heißt, nichts anderes als, die namensgebende Wunderblume ist ein Zufallsereignis. Das hat mich schon vom Anfang, vom ersten Trailer habe ich mich gefragt, was bedeutet das Wunder im Spiel? Weil die Blume sah einfach aus, die haben sie nicht wirklich gezeigt, ne, was sie kann. Ich dachte mir, wenn der Effekt Spiele namensgebend ist, dann muss er was Spezielles dahinter sein. Und das sind einfach Zufallseffekte. Und ja, es sieht so aus, als ob sie dann schon gravierenden Einfluss auf das Level haben. Also gut, auf das Spiel sowieso, aber sie bleiben ja dann Level in Wendigo, ja. Aber gut, das erklärt das Wunder und das sieht gut aus. Es gibt sogar Perspektivenversen, also da bin ich echt gespannt. Da bin ich echt gespannt, wie sie das dann einsetzen. In welcher Relation. Also das ist wirklich... Ja. Okay, und ich muss nochmal unterbrechen. Das erinnert an die Verwandlung von Mario in Mario Galaxy, ne, wo man sich so zu einem Golem oder so einem Geobot verwandeln kann. Gut, nur ein kleiner Einwurf von mir. Okay, Balloon Mario auch bekannt.
nichts Neues. Und man kann Samen sammeln. Und die Samen sind also die neuen Comet Coins oder also Star Coins. Man kann Welten freischalten. Man bekommt sie für spezielle Dinge, einen Levelabschluss. Man kann sie pro Level mehr seine sammeln, das ist auch bekannt. Und wir kommen Abzeichen. Okay, das sind also quasi Achievements. Sie schaltet ihrem Spiel frei, Abzeichen frei, die eure Spielweise ändern. Also Achievements, die als Fähigkeiten dienen. Da erinnert mich an Zelda Ocarina of Time. Da war ja ursprünglich geplant, dass man die Kokiri-Smaragd, den, also einfach die ersten, die man braucht, um weiterzukommen. Ne? Also die Abzeichen sind im fertigen Spiel auch nur dazu da, dass du sagst, ja, ich habe schon das und das gesammelt, wie die Instrumente in Link's Awakening. Aber eigentlich waren die gedacht, dass sie auch eine Fähigkeit haben, dass man die ausrüsten kann und dann gab es eine Fähigkeit. Aber das wurde, habe ich nie rausbekommen, nie gelesen, was es geht. Also das erinnert einfach daran. Also wir haben, ach so, ja, den Fallschirmhut, irgendwie höher springen, Frosch und dann höher springen, also man muss mit der Maus, was ist das, ein Frosch und dann höher springen? Das könnte ein Wandsprung sein. Sonic lässt grüßen. Delfin. Doppelsprung. Und Piranha. Also Ranke. Gut, ich bin gespannt. Die kann man also ausrüsten. Aber ich muss es ganz kurz hier kritisieren. Ich muss jetzt ganz kurz was kritisieren. Der Crouch. Der kriegt High Jump. Den gibt es halt in anderen Spielen kostenlos. Den hat man einfach so. Also in vielen, in einigen Mario-Spielen, wenn du dich duckst, dann vibriert Mario kurz und dann kannst du richtig hoch springen. Und hier muss man erst das ausrüsten. Finde ich ein bisschen komisch. Ich finde es immer komisch, wenn man Fähigkeiten, die man vorher hatte, plötzlich neu ausrüsten muss. Auswählen muss, freischalten muss. Das bin ich ein bisschen skeptisch bei sowas. Also ich finde es gute Idee, aber ich finde es ein bisschen blöd. Aber es ist ein Luxusproblem. So, das sind die Klimmsprung. Delfin-Kick. Ah, es ist schneller schwimmen, genau. Delfin-Kick. Ah ja, das. Okay. Frankenschuss. Junge, ich hab dort so viel Spider-Man geschaut. Ne, das ist doch absoluter Spider-Man-Move. Aber ich muss auch sagen, wenn man das pro. Also ich verstehe die Mechanik dahinter. Man wählt eines pro Level dann aus und kann dann natürlich an Orte gelangen, jemand vorher noch nicht ausgewiesen, nicht erreichte. Und das ist natürlich glasklar, wenn du mit einem Move einen Ausgang erreichst, du musst da durch, dass es das Secret zählt, und dann rüstest du das andere aus und erreichst einen anderen Ausgang, Secret-Ausgang. Dass es dann auch für sich zählt. Also von daher ist die Logik natürlich da. Nee, also wie gesagt, das ist ein Luxusproblem, aber es ist verständlich, warum es so gemacht wurde. Und ich sage jetzt mal ganz ehrlich, für mich auch, wenn man jetzt zu viele Fähigkeiten aufs Mal hätte, von Anfang an zum Beispiel, ich glaube, es wäre dann überstrapaziert. Also wenn du dann kaum Knopf drücken kannst oder doppelt drücken gedrückt hast und dann hast du sofort, statt nur zu rennen, schießt du die ganze Zeit Bohnenranken. Es kann schon überlastete Steuerung sein. Aber wenn das alles einzeln ist, dann ist es natürlich. Also wenn es so ist, ich weiß es ja nicht, aber. Alles gut, alles klar. Toadie macht auch Spider-Man. Und man kann auch mal von der
Lava abprallen. Man hat einen Sensor für geheime Dinge. Das kann auch sehr praktisch sein. Das nehme ich an, ist eher praktisch, wenn man, wie ich, ein Obernoob bin und manchmal den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. In diesem Falle Secrets. Windmagnet, ja, das ist auch gut. Man kann unsichtbar sein, aber wahrscheinlich ist man nicht unverwundbar, oder? Also, wenn die Gegner dich nicht sehen, heißt das nicht, dass du unverwundbar bist. Und wenn du dann nicht siehst, wo du bist, also ich laufe da auch mal gerne in den Gegner rein, ohne dass ich wieder so... Ob das dann wirklich sinnvoll ist, im Endeffekt, das muss ich dir dann zeigen. Wie gesagt, ach ja, man rennt die ganze Zeit. Das ist wieder so quasi ein... so ein bisschen... Challenge, ne? Du rennst nur, du kannst nicht stoppen. Also ich sage jetzt bei aller Kritik nur, ich weiß, Nintendo will das alles so verpacken, dass es dann Sinn macht. Okay, man kann auch viel kombinieren. Also man kann natürlich mit Elefant, Mario kann man auch trotzdem die Ranke verschießen. Das ist alles gut. Grab a different badge and try again. Gut. Some badges can be earned by clearing special badges. Das erinnert mich an diese Challenge-Würfel in Super Mario 3D World, ne, wo du da ein Rätsel lösen musst, so ganz ganz schnell challenge-mäßig. Ich muss einfach sagen, vieles wurde einfach neu verpackt. Und das wird ein bisschen gesagt, ja, das ist neu. Das finde ich ein kleiner Kritikpunkt. Nintendo sollte da nicht sagen, ha, wir haben was Neues. Ihr könnt jetzt in jedem Level Samen sammeln, um Level frei zu spielen. Das sind einfach Ersatz für Comic Coins oder Star Coins, wo ihr Level freischaltet. Da müssen sie nicht so reden, als wäre das was brandneues in Mario-Spielen. Diese Mechanik, das finde ich ein bisschen... Aber gut, ansonsten, wirklich, das Spiel ist für 2023 gemacht. Das muss man sagen. So, gemeinsam spielen, ich habe keine Freunde. Nein, Spaß. Man kann alleine, so 2, 3, 4, egal. Dann kann man die Charaktere wählen. Das ist auch gut, das ist bewährt. Und wenn ein Charakter gestorben ist, gehittet wurde, kann man einen Geist hitten und dann ist er wieder am Leben. Ich sage nur, das kenne ich aus Cuphead. Aber wie gesagt, besser gut geklaut als selbst schlecht selbst gemacht. Also ich sage nicht, das ist so schlecht. Ich sage nur, ich kenne es von irgendwoher. Ist ein Yoshi dabei? Kann man ihn reiten? Also was jetzt? Wenn random ein Yoshi auftaucht oder wenn man ihn hat? Jetzt muss ich gerade kurz was nachschauen. Nein, die anderen Charaktere haben keine Krone. Nur deine Figur hat eine Krone. Also Spieler 1 hat eine Krone. Also Player 1 hat eine Krone. Und du kannst den Yoshi nutzen. Du einen Yoshi ist. Ja. Okay. Dem sagt man Teamwork. Es war ja bei New Super Mario Bros. U schon der Fall, dass eine Person, die nicht mitgespielt hat, konnte Blöcke generieren mit dem Touchpad und dass die anderen dann Ebenen erreichten, die alleine nicht zu bewerkstelligen waren. Das ist was Ähnliches. Und ich nehme ja jetzt hier 4 Yoshi spielen. Ja, gibt es ein bisschen Stacks, oder? Alle aufeinander, also Stapel meine ich. Dann will ich mal 4 Yoshi aufeinander, ob das geht. Das Sonic-Syndrom, ne? Also. Sonic und Knuckles und dann wieder endlos Sonic und Knuckles, Sonic und Knuckles, Sonic und Knuckles. Aber gut. Oh Gott. Online-Spiel? Ja. Ich sehe da jetzt schon Leute mit Bambusleitung. Sorry.
These are people from around the world enjoying the game in real time. Ich sehe da jetzt schon Leute mit Bambusleit und dass du da minutenlang wartest, bis alle bereit sind. Ich kenne da Let's Plays von Mario Maker 2, wo du einfach nicht spielen konntest, weil manche festgeglitscht waren, quasi, weil... Das taucht schon beim Zusehen, deshalb kann ich darauf verzichten, aber ich hoffe wirklich, dass das hier kein Problem sein wird. Also gut, das sind alles Features für Multiplayer. Das sind gute Ideen. Achievements, Abzeichen, nett, also der Videospiel. Der Wiederspielwert ist da. Das muss man sagen. Also wenn das alles so dann funktioniert, anders so ein Spiel kommt. Ja. Wenn ihr alle zusammen in Ziel kommt, gibt es Sonderpunkte. Das ist gut. Man kann erstellen, man kann... Also, man kann aber... In einem gemeinsamen Raum könnt ihr sehen, welche Level eure Freunde spielen. Du kannst aber keine erstellen, oder? Es ist kein Mario Maker. Nein, du kannst einfach sagen, wir wählen jetzt ein Level aus und dann machen wir Zeiten, wir machen Challenges. Okay, ich sehe jetzt da keinen großen Reiz, aber wer das mag. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es dann Leute gibt, die dann wirklich sagen, wir spielen jetzt eine Stunde diesen Level und wer 50 von 100 Mal schneller durch ist, der gibt erstmal eine Pizza aus. Also, oder verliert oder jeder. Ich persönlich sehe da ein bisschen, ja, nett, aber ich glaube das. Aber es ist ja gut. Ich lasse es mal kommentarlos da. Also, dann also lieben Mario Kart Abend. Sorry. Whether you're casually connecting with players from around the world or syncing up with friends for riveting races. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, ich sage nur, für mich wäre es nichts. Ja. Also, ja, man muss sagen, es ist mal was anderes. Das Wunder im Namen wurde erklärt. Es ist für meinen Geschmack quasi ein bisschen Mania-mäßig. Ne? Also, ich ziehe da Parallelen zu Sonic Mania, wo Sonic seine Stärken ausgebaut hat in Mania, einfach ein Kuddelmuddel an Ideen, Retro mit neu. Muss ich sagen, ist das Äquivalent dazu. Ja, das ist schon bald da sogar. Es gibt eine spezielle Switch dafür. Eine spezielle OLED in Mario Rot. Ja, Logo. Ja. Also, wer jetzt noch keine Switch hat, soll sich also ein Jahr, geschätzt maximal ein Jahr vor Release der neuen Switch, nochmal eine kaufen. Also hat die Möglichkeit. Also wie gesagt, ich habe das schon mal gesagt. Also ich will noch ein bisschen einen guten Screenshot hier. Das hat mir so gefallen. Darauf komme ich noch zu sprechen. Also
Ich habe einfach so irgendwie das Gefühl, dass das Ambition hat für einen Launch-Titel für die nächste Nintendo-Konsole, die ja nächstes Jahr erscheinen soll. Und wenn Nintendo jetzt noch eine OLED-Switch rausbringt vom alten Format mit dem Ganzen hier, also. Weh, also ganz ehrlich, ich habe das ja schon in einem Mario Kart erklärt. Also, wer jetzt sagt, ja, ich will noch eine Switch, eine neue Switch, also meine ist auch von 2017. Also, ich werde mir die neue Switch schon kaufen, wahrscheinlich. Also, die vielleicht nicht zur Release, aber wenn die neue Switch abwärtskompatibel ist, was ich sehr schwer annehme, oder es ist vielleicht sogar schon bekannt. Dann warte ich doch lieber noch ein wenig. Ein Jahr vergeht schnell. Ein Jahr vergeht schnell, kann ich euch sagen. Je älter ihr werdet und wenn ihr ein bisschen gesund seid, vergeht ein Jahr schnell. Und das. Ich meine, jetzt kommt Spider-Man 2 raus, ne, für die PlayStation 4 und 5. Und es gibt eine Sonderedition, eine spezielle PlayStation 5 im Spider-Man, das eigentlich abgeschaut, kostet etwa 100 Euro mehr, nur weil. Da so ein. Weil es ja das Design hat, das ist eine neue, keine andere Form, aber gut, wer es will. Dann habe ich also lieber ein God of War Bundle mit zwei Controllern, mit God of War dabei und das kostet einfach 50 Euro weniger als eine normale PlayStation 5. Also, ich habe keine PlayStation 5, ich habe bis jetzt noch keinen Grund gesehen, dass ich mir für 500 Euro sowas zulege. Ich bin noch zufrieden mit dem, was ich habe. Aber ich habe nichts gegen die PlayStation 5. Ich bin froh, dass man sie wenigstens jetzt kaufen kann. Aber jetzt kurz zu meinem Fazit. Diese Szene gefällt mir sehr. Die ist mir geblieben. Weil es vereint so ein bisschen alles, was ich an dem neuen Spiel mag. Ne? Also das Overlay ist angepasst. Man sieht andere neue Gegner oder Items. Es gibt neue Dinge wie diese Plattform, die scheinbar nach oben geht. Und du brauchst aber, wie wir es bekennt, das Item, die aus, das Ability, die Fähigkeit anwenden, dich festzuhalten oder kurz zu gleiten, damit du darauf kannst. Ansonsten geht da wahrscheinlich nichts. Also, diese Szene hier gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und das ist für mich so quasi die aussagekräftigste. Das aussagekräftigste Bild. Das Wunder im Namen wurde erklärt, das hat Potenzial. Wie gesagt, ich nehme an, dass wir mit jedem Trailer eine neue Welt des Spiels entdeckt werden. Im ersten Trailer sagt man einfach, ja, es gibt ein neues Mario-Spiel, das heißt New Super. Das heißt nicht mehr New Super Mario Bros., das heißt Super Mario Bros. Wonder. Also, nach. New Super Mario Bros., das glaube ich vor 20 Jahren rauskam schon bald, gibt es wieder ein neues Mario Bros., ein neues Super Mario Bros., das heißt Wonder. Und einige sahen da mit dem Design schon ein bisschen Woke-Zeugs, hört mir auf damit. Also, ich sah da kein Woke. Ich sag einfach mal so. Die Asiaten haben auch eine ganz andere Einstellung zum ganzen anderen Zeug. Also zum Gender, zum Trans, die haben auch eine ganz andere Einstellung. Ich finde, für das, dass viele sich so offen erklären, wie heißt es, tolerant sagen, ich bin nicht das, ich bin nicht das. Aber sobald dann etwas ein bisschen kawaii aussieht oder ein bisschen so wie das jetzt, oh, das ist doch woke, das ist doch, als noch niemand geschrien hat, Super Mario Spiel, ich glaube, ich habe das sogar irgendwo mal gelesen, kurz nach der Diary, dass das neue Super Mario wird unsere Kinder schwul machen. Leute, habt ihr keine anderen Probleme, ey? Also, sorry, also, ich will es nicht politisch werden, ich wollte es nur einwerfen. Das Wonder. Ist also sinnvoll eingesetzt. Und ich bin gespannt, was das. Also, das Wonder quasi ist ein großes Zufallsereignis pro Level. Und ich frage mich jetzt einfach nur, ist es immer dasselbe? Dann kann man versuchen, das zu nutzen.
Ist es Zufall? Dann könnte es kompliziert werden, weil dann muss man vielleicht ein Level 1000 Mal, 100 Mal spielen, bis dasselbe Effekt wieder zufällig eintritt. Aber wie gesagt, kann man das beeinflussen? Wie wird es sich im Level einbringen? Die Mechanik, da bin ich gespannt. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, drei Viertel, nein, ein Viertel oder ein Drittel des Spiels sieht einfach aus, altes Mario, neues Design, was nicht schlecht ist. Aber wenn man sich jetzt ein und anderen Gameplay ansieht, kann man sagen, es sind wirklich viele neue Ideen. Und was ich bei Nintendo auch in letzter Zeit, also gut, wer Nintendo kennt, weiß es, aber besonders in letzter Zeit ist mir aufgefallen, sie haben scheinbar die Kritik wahrgenommen, dass viele gesagt haben, also gut, also lassen wir jetzt mal Pokémon beiseite, aber viele haben auch gesagt, ja, Mario, Nintendo, in den Kern-Franchises sind sie manchmal ein bisschen träge geworden. Und Nintendo hat das scheinbar wahrgenommen und also, wie soll ich das sagen? Einerseits wie bei Breath of the Wild, die Türme, die man erklimmen muss, da gab es natürlich sofort Stimmen, oh, ihr macht Assassin's Creed nach. Sah so aus. Es sah so aus, bis man das gespielt hat, gedacht hat, ja, der Ansatz ist wahrscheinlich von da übernommen, sagen wir es so, übernommen, aber es hat eine ganz eigene Mechanik, einen ganz eigenen Sinn. Und ich meine, gut, Nintendo hat da einen Bonus. Nintendo ist quasi der Retter der Videospielwelt. Also, das weiß ja jeder. Alle kennen die Geschichte, nehme ich an, vom Game Crash mit E.T., dem Game. Und wie Nintendo quasi am Alleingang die Videospielbranche wieder gerettet hat. Also, gerettet hat. Ja? Und viele, viele, viele sagen, ohne Nintendo gäbe es das Gaming wahrscheinlich nicht mehr. Oder nicht so, wie wir es kennen. Also so gut, wie wir es kennen. Aber wie gesagt, ich will das jetzt nicht wieder aufrollen. Ich sage einfach, dass Nintendo hat eine kleine Narrenfreiheit. Wenn irgendjemand etwas darf, ist es gibt wenige, wenige Namen in der Videospielwelt, die einen Namen haben, die sagen, euch lässt man schnell was durch. Ihr seid entschuldigt, auch wenn ihr einen großen Bock missbaut. Und Nintendo gehört dazu. Und das ist absolut zu Recht, finde ich. Aber wie gesagt, es sieht auf den ersten Blick aus, ja, schon wieder ein Mario Bros. Ein Super Mario Bros. Aber wenn man doch jedes Mal einen Trailer sieht, dann, also ich habe jetzt zwei Drittel vom Trailer, sage ich, das sind neue Dinge. Es gibt kleine Dinge, die übernommen wirken, aber für sich absolut einen Sinn und Spaß machen werden. Und es gibt andere Dinge wie die Verwandlung in den Elefanten oder dass man, wie gesagt, das Wonder-Ereignis, das kenne ich von irgendwoher in der Form. Also Nintendo hat wirklich noch einen Sprung. Also das zweite Drittel ist einfach, dass Nintendo wirklich Dinge entwickelt hat. Und das letzte Drittel ist wirklich neues Zeugs. Also das Bowser sich mal auch verwandelt in ein ganzes Schloss. Die Wonder-Mechanik. Und das sind auch solche Dinge, die ich sage, da hat sich Nintendo, hat sich im Gegensatz zu anderen vielleicht nicht komplett neu erfunden, aber das könnte wirklich großen Einfluss oder Impact haben auf das Spiel und vielleicht gibt es dann wieder Spiele, die das dann wieder abkupfern und das ist ja auch in einem gewissen Maße ein Lob, ne, für ein Spiel, für eine Firma. Sie sagen, unsere Mechanik wird abgekupfert bis zum geht nicht mehr. Gut, das Video wurde nicht so lang, wie ich dachte, aber ich dachte, eine halbe Stunde reicht da nicht, aber gut. Also, das war die Direct. Ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, das Video wird nicht geclaimed wegen dem Inhalt. Ich dachte, es ist mal besser, als ich eine halbe Stunde rede, was ich gesehen habe.
Es ist kein Gameplay von mir. Ob ihr jetzt das Gameplay von mir seht oder das von Nintendo, das ist ja auch nicht wurscht. Ich bin eh besser als ich. Facecam. Ich habe keine Facecam momentan. Muss auch nicht sein. Ich spiele keine Horrorspiele. Ich habe Nachtschichten und da bin ich froh, wenn ich da nicht den Geist von PT mir einbilde. Nein, ist so schlimm, aber wer Nachtschichten hat und Horror schaut und das nichts ausmacht, hat meinen Respekt. Und wenn ich das nicht kann, dann ist es eben so. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr wart dabei bis jetzt. Und ja, wir schauen mal, ne? Ich freue mich auf die neue Nintendo-Konsole. Nicht auf die Mario Switch hier. Auf die neue. Ich freue mich auf Wonder, das bald erscheint. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das kurz einwerfen soll. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was mich einfach ernervt, ganz am Anfang vor 10 Jahren, als ich angefangen habe, Let's Play zu schauen, da fand ich es gut, wenn manche Leute Spiele, die erst in 3 Tagen oder in einer Woche rauskommen, für verifizierte oder supportete Let's Player, also Leute, die YouTube machen, die da das schon bekamen. Sogar ganze Bundles kostenlos. Gut, ist ein Streitpunkt, ob das gut ist. Geschenkt alles. Ich meine, wenn jemand Werbung macht für Nintendo, dass sie sagen, ja, dafür kriegst du das und das dann gratis, eine Woche vor Release, ist, ja, gut. Und früher fand ich das gut, dass man zum Beispiel in Mario Kart 8 eine Woche vor Release Ausschnitte sah, Gameplay-Videos von Leute, die spielen, nicht einfach nur ein Trailer, ne, und Nintendo sagt, ja, unser Spiel ist gut, und Leute, die wirklich das gespielt haben, sagen, ja, ich spiele das zum ersten Mal, aber ich kann es euch sagen, Spielbarkeit gut und pipapo. Aber heute nervt es mich, ganz ehrlich, wenn Leute so ein Spiel einen Monat vor Release schon bekommen. Und was ich noch schlimmer finde, und das ist ein Gegensatz. Ich finde es gut, wenn ich ein Spiel, ein Gameplay bingen will oder bingen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Einfach, wenn ich da sage, ja, jetzt will ich mal sehen, wie das neue Baldur's Gate wird. Und ich schaue mir bei einem YouTuber oder bei jemand anderen an Tag 5 Folgen. Ja, die hauen 5 Folgen am Tag raus und ich will das dann sehen. Aber es macht mir auch nichts aus, wenn ich da immer mit dem Tag warten muss. Also, ich weiß noch, Markiplier mit seinem Five Nights at Freddy's Security Breach oder Breach, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, jeden Tag ein Part, eine halbe Stunde, eine Stunde. Ja, das macht doch nichts, das darf doch sein. Aber wenn ich dann heute andere sehe, die wirklich am Release-Tag 10 Videos raushauen und jeden anderen Tag dann auch noch 3, also pro Tag so 5 bis 10 Videos raushauen, sage ich mir einfach, boy. Aber gut, ist meine Meinung. Wenn ihr das mögt, gönnt euch. Ich verurteile es nicht, ich sage nur, dass ich das mittlerweile ein bisschen skeptisch sehe. Aber wie gesagt, das war die React zu Super Mario Bros. Wonder Direct. Und ich freue mich auf das Spiel. Ich werde es mir ziemlich sicher holen, wenn es für die alte Switch da ist. Und ob ich es jetzt playe, weiß ich nicht. Ich habe so viel auf Lager. Ich will schon seit fast einem Monat am Trailer und ich komme auch nicht dazu, den Fehler zu stellen. Ich bin nicht blockiert, aber er läuft ein Film oder ich will einen Film schauen oder ich will Dark Souls zocken oder. Also, ich habe jetzt schon viel zu lange geredet, tut mir leid. Aber ein bisschen Real Life darf auch einfließen. Also ja, Gaming Real Life. Also, ich bedanke mich noch zum letzten Mal, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video. Bis dann. Und tschüss.